Hallo und herzlich willkommen hier bei einer weiteren Folge von Stranded Deep. Ich sag jetzt mal einfach Folge. Ist zwar jetzt keine Folge, sondern es geht hier in diesem Video um den Eckpfeiler, den ich glaube ich letztes Video, beim letzten Video versucht habe, irgendwo ja einzubauen im Dach. Ja, egal wie ich es gemacht und gewendet habe, es hat nicht funktioniert. So, und ich denke mal, dass auch andere von euch irgendwie das Problem haben und wollt hier ein Video zu machen. Ich habe aber auch nichts gefunden, was ja auf Deutsch hier irgendwie zu. Ein deutsches Video hier, wo man das erklärt bekommt. Ich habe mich auf die Suche gemacht und habe bei einem englischen YouTuber was gefunden, der das ja ganz gut erklärt hatte. So, upsala. Dann machen wir das hier einfach mal, damit ihr euch nicht so anstellen müsst wie ich. Okay, dann schauen wir mal hier. Jetzt brauche ich erstmal hier so ein Fundament. Jetzt machen wir hier so ein Keilstück vom Fundament. Das können wir hier hinsetzen. Gut, schauen wir mal, können wir hier jetzt so auch eine Wand reinsetzen. Also der Typ, der hatte da eine Wand auch drinnen. Das machen wir jetzt. Nehmen wir mal hier eine ganze Wand. Da drehe ich doch mal hier. So. Und dann brauchen wir noch eine Wand. Haben wir überhaupt so viel Holz? Ich hoffe es. Zack. So, jetzt haben wir hier. Ja. So ein Dreieck hier als Haus. Aber ganz ehrlich, Leute, wer zur Hölle baut sich so ein Kackhaus hier? So, egal. Komm, wir machen jetzt mal weiter. Ups, jetzt haben wir keinen Hammer. Jetzt gerade mal was gucken, ob ich hier noch einen habe. Ja. Ach, den brauche ich eigentlich. Na egal, wir machen jetzt hier so fertig zur Demonstration, dass jeder das sehen kann. Okay, dann schauen wir mal hier beim Dach, wo dieser Keilstück, hier ist es. Dieses doofe Keilstück, ja. Aber schaut euch das doch mal an hier. Da passt doch kein zweites dahin mehr. Also, wer zur Hölle baut denn sowas? Naja, jedenfalls ist halt so jetzt das Problem gelöst. Ich wollte euch das jetzt hier zeigen und ja, ich hoffe, ich habe euch damit geholfen und ihr jetzt das Problem auch lösen könnt. Und somit war es das jetzt auch schon. Also, Leute, lasst mir doch gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht es gut. Ciao.